Besucher von Märkten des Mittelalters und der Wikingerzeit kamen jetzt am Silbersee auf ihre Kosten. Dort hatten Wikinger und Handwerker ihre Zelte aufgeschlagen und präsentierten früheres Markt- und Lagerleben. Handwerkliche Fertigkeiten aus der Zeit der Wikinger und des Mittelalters wurden präsentiert und erklärt. Dass solche Waren auch heute noch ihre Käufer finden, demonstrierte Philipp König an seinem Stand. Musik der Barden und Gaukler präsentierte ein Trio in nostalgischen Gewändern. Lagerleben und handwerkliche Techniken wurden auch an anderen Ständen präsentiert. Welche Waffen es zur damaligen Zeiten gab, demonstrierten Krieger aus dem Mittelalter den Besuchern. Sie vermittelten einen Einblick in die Schwertkämpfe der Wikingerzeit und des Mittelalters. Aussteller aus dem ganzen Bundesgebiet hatten den Weg zum Silbersee gefunden. Sehr zur Freude von Organisatorin Stefanie Dirkes. Für den Veranstalter und die Standbetreiber war der Wikingermarkt ein voller Erfolg. Sie hoffen auf eine Wiederholung im kommenden Jahr.